Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Als erstes möchte ich das wie immer gerne als Dauerwerbesendung kennzeichnen, einfach weil ihr hier Sachen seht, die ihr dann vielleicht auch gerne haben wollen würdet. Oder auch einfach gleich die Bücher und Sachen, die ich euch zeigen werde. Genau, alles was ich euch zeige, schreibe ich euch unten in die Infobox und damit ihr das alles ganz leicht wiederfinden könnt. Ja, da steht das auch nochmal mit der Dauerwerbesendung. Ansonsten geht es heute um mein Neuzugänge-Video für den Monat August. Ja, da hat sich einiges angesammelt. Diesmal auch nicht nur Bücher, sondern auch noch andere Sachen. Was? Das zeige ich euch gleich. Und weil es verschiedene Themen sind, mache ich euch natürlich auch wieder Zeitstempel dann mit dabei. Genau, das erste Buch, das ich mir geholt habe, ist von Yoko Ogawa, Augenblicke in Bernstein. Vom Cover her muss ich sagen, es ist jetzt nicht so richtig überzeugend, aber vom Klappentext fand ich das richtig, richtig schön. Hier würde ich euch den einfach auch nochmal vorlesen. Eine Frau sucht mit ihren drei Kindern Zuflucht in einem alten Haus. Finde ich, hört sich schon mal gut an. Alles, was vorher war, sollen die Kinder zu ihrem Schutz vergessen, sodass ihre Namen, sogar ihre Namen, umgeben von hohen Mauern inmitten eines verwunschenen Gartens, erfinden die Geschwister nun ihre eigene Welt. Riesige Bäume, ein Bachlauf, Tiere. Alles dient ihnen als Quelle der Fantasie und lässt sie ihr neues Leben lieben. Eines Tages jedoch betritt ein Hausierer den Garten, der fremde, wundersame Dinge aus seinen Taschen hervorzaubert. Ein hinreißender Roman über eine Traumwelt voller Geheimnisse und Magie. Also wenn das sich nicht zauberhaft anhört, dann weiß ich auch nicht. Und auch gerade mit einem verwunschenen Garten. Ihr wisst ja, dass der geheime Garten auch eins meiner Lieblingsbücher ist. Deswegen, wenn das so ist, wie ich es mir vorstelle, könnte das ziemlich, ziemlich gut sein. Das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar. Darüber müsstet ihr tatsächlich auch schon eine Einzelvorstellung bekommen haben. Und zwar habe ich das vom Verlag kostenfrei zur Verfügung bekommen, um es zu lesen und mit euch drüber zu sprechen. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Und zwar ist es Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Um das nur einmal kurz anzuschneiden, weil ihr habt ja schon ein extra Video darüber bekommen. Es geht um eine Einwandererfamilie, um eine asiatische, die in der Prärie lebt, sage ich mal so. Es ist so eine Western-Atmosphäre, es ist sehr staubig, dreckig, brutal auch, trotzdem poetisch schön geschrieben. Deswegen, es hat mir echt gut gefallen und ich muss auch sagen, ich habe noch nie einen Western gelesen. Und desto begeisterter war ich irgendwie darüber. Es hat von mir auch 5 Sterne bekommen. Diese Einwandererfamilie hat kein leichtes Leben. Die müssen die ganze Zeit mit Vorurteilen kämpfen und sich irgendwie durchs Leben schlagen. Denn der Vater ist eigentlich Goldschürfer. Momentan gibt es aber kein Gold. Und so arbeitet er in einer Kohlemine. Die Familie hat 2 Kinder. Das Geschlecht lasse ich bewusst weg, weil das müsst ihr selber rausfinden. Geht nämlich auch so ein bisschen um Genderfragen oder Sachen, Geschichten. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, in dem Buch ist es so, dass sich Zeiten und auch Personen abwechseln. Jeder bekommt quasi mal die Möglichkeit, die Geschichte aus seiner Perspektive zu erzählen. Mag ich normalerweise nicht so gerne, aber hier finde ich das sehr passend und auch gut und macht auch irgendwie die Spannung mit aus, finde ich. Die Mutter umwirbt auch ein Geheimnis zum Beispiel und eigentlich fängt es damit an, dass die Geschwister morgens ihren Vater tot auffinden. Bah. Die nennen ihn immer Bar und möchten ihn traditionell beerdigen, klauen sich ein Pferd und 2 Silberdollars und machen sich dann auf den Weg durch die Wüste oder durch die Prärie mit der Leiche des Vaters hinten auf dem Pferd. Ja, also ich finde, es war wirklich eine sehr spannende Geschichte und auch etwas, was auf jeden Fall nachhallen wird. Kann ich empfehlen, also guckt euch das mal an. Dann habe ich die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. Ich muss gestehen, das hatte ich schon mal gehabt aus dem Tauschregal und dann hatte ich es wieder weggegeben und jetzt habe ich es mir doch nochmal aus dem Tauschregal gefischt. Steht nur drauf, 3 Familien, getrennt durch Jahrhunderte, unauflöslich verbunden mit der Geschichte der Bienen. Da ich ja den Honigbus vor kurzem gelesen hatte und der mir so gut gefallen hatte, weil man auch so viel über Bienen gelernt hatte,
dachte ich, könnte das auch was für mich sein. Dann das nächste Buch ist auch wieder ein Rezensionsexemplar und zwar von Scott Thomas Violet. Da habe ich schon den ersten Band von gelesen, beziehungsweise das erste Buch von dem Autoren. Jetzt überlege ich gerade, ob ihr das schon gesehen habt. Ich glaube, ihr werdet es in ein paar Tagen sehen, im Monatsrückblick genau. Dann erzähle ich euch, wie ich das fand. Ja, hier geht es um einen Neuanfang. Doch statt der erhofften Idylle erwarten sie ein halb zerfallenes Haus, misstrauische Nachbarn und eine Reihe spurlos verschwundener Mädchen. Also Scott Thomas soll so der aufsteigende Horrorautor momentan sein. Kill Creek ist sein anderes Buch, das hatte ich gelesen, wie gesagt, hatte mir auch ganz gut gefallen, aber da werde ich dann nochmal genauer drauf eingehen, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe schon angefangen und ja, ich bin auch mal sehr gespannt, es ist wohl wahrscheinlich auch so Thriller-Horror-mäßig und ja, mal schauen, wie mir das gefallen wird. Auf jeden Fall finde ich da das Cover auch schon mal sehr schön gemacht, hier ist ein einzelnes Mädchen und hier sind es aber zwei. Ja, schauen wir mal. Dann das nächste oder die nächsten beiden Bücher, die ich mir geholt habe, das sind sogenannte Quick Reads. Die habe ich auf einem anderen Bücherkanal entdeckt und zwar vom Bücheruniversum, so heißen die beiden. Das fand ich von der Sache her echt interessant und zwar gibt es das nur im Englischen und da kostet ein Buch ein Pfund. Und es soll eben Bücher Menschen näher bringen, die sonst normalerweise nicht lesen. Deswegen sind die auch immer sehr dünn. Also die haben, jetzt will ich gerade mal schauen, nur 100 Seiten wohl meistens. Und sind halt auch sehr günstig. Und so gibt es die auch in so, ja zum Beispiel Gefängnissen oder irgendwelchen anderen Einrichtungen. Und ja, so eben wie gesagt, Menschen das Lesen näher bringen und es sind wohl auch immer ganz spannende Geschichten und weil ich das auch so interessant fand, habe ich mir auch mal zwei bestellt, weil die gibt es leider nur im Englischen, aber ich hatte halt schon häufiger mal überlegt, mal Englisch zu lesen, aber es hat mich irgendwie immer abgeschreckt und es soll wohl auch ein einfaches Englisch sein, es ist auch mit großer Schrift und so und da dachte ich, versuche ich es mal damit. Kann man ganz normal bestellen und das hat eins jetzt 1,50 Euro oder so gekostet, also wirklich sehr günstig. Und in dem Buch The Skylight geht es wohl um jemanden, der eine Familie beobachtet und bei dem anderen The Donna oder Donor, wie auch immer, um eine Herztransplantation, wenn ich das so richtig jetzt gelesen habe. Genau, also da gibt es auch richtig viele von und ich fand das halt von der Thematik her sehr interessant und wie gesagt, hat mich der andere Kanal draufgebracht und doch, ich versuche das auch mal. Mal schauen, wann ich dazu greifen werde. Dann, das nächste Buch ist wieder ein Rezensionsexemplar von Hannah Berwitz, flauschig. Das hatte mir auch echt gut gefallen gehabt. Da geht es um verschiedene Lebensgeschichten von vier verschiedenen Menschen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die hießen. Und zwar einmal um Florence, die ist Designerin und in Maisie verliebt. Und Maisie macht gerade ihren Master, hat aber kein Interesse an einer festen Beziehung. Dann gibt es noch Stefan, der mit einer Frau zusammenlebt, die sich auch gerne mit anderen Frauen trifft. Und noch Deke, der geschieden ist und sexuell oder wechselnde Sexualpartner hat. Und da habe ich euch auch noch eine Einzelbesprechung zu abgedreht. Die müsstet ihr auch schon bekommen haben, wenn ihr das hier seht. Also wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon gesagt habe, dass es ein Rezensionsexemplar war. Ich glaube, das habe ich. Naja, auf jeden Fall diese Menschen verbindet, dass jeder früher oder später an ein flauschiges Bällchen kommt, das spricht. Tja, und was es so erzählt, das müsst ihr selber rausfinden oder was es damit auf sich hat. Aber ich fand das echt mal interessant. Es war so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, poetisch, philosophisch und echt mal was anderes. Ja, fand ich gut. Dann das nächste Buch war auch wieder ein Rezi-Exemplar von Jasmin Schreiber, Abschied von Hermine. Also auch da nochmal lieben Dank an den Verlag. Das habe ich auch kostenfrei bekommen, habe es auch schon gelesen. Gibt es auch schon ein Video dazu.
Weil wenn ich ein Rezi-Exemplar bekomme, dann möchte ich das natürlich auch schnell rezensieren, sage ich mal so. Und das hat mir auch wirklich richtig gut gefallen. Hätte 5 Sterne verdient, hat aber nur 4 bekommen. Ich sage euch auch gleich, wieso. Das habe ich euch im anderen Video auch schon gesagt, warum. Aber ich weiß, dass meine Einzelbesprechungen nicht so viel geguckt werden. Deswegen sage ich euch das hier auch nochmal. Also prinzipiell geht es über das Leben und den Tod. Es werden verschiedene Vorgänge erklärt, wie man altert, wie man wächst, wie überhaupt Leben entsteht, wie man Leben definiert, wie man den Tod definiert, wann ist man tot. Solche lauter Fragen stellt sich die Autorin, die ist nämlich Biologin. Und das war richtig humorvoll und interessant geschrieben. Oder auch um Unsterblichkeit geht es hier, um verschiedene Tiere, die Besonderheiten aufweisen, wie zum Beispiel Nacktmulz, wie ist die Mehrzahl? Bärentierchen oder Quallenschwämme, weil die besonders lange leben und sehr robust sind. Oder auch Bäume, wie alt diese werden können. Es geht um Trauer, darum, um verschiedene Religionen, wie, was sie so für Bestattungsriten haben. Um Insekten, welche man so auf Leichen finden kann, was sie so für Aufgaben haben und so weiter. Also ist wirklich interessant geschrieben. Abzug war, weil die Autorin wollte ein Sterbebeispiel bringen, abgesehen von ihrem Hamster, das habe ich vergessen zu erwähnen, weil alles, was sie schreibt, nimmt sie als Beispiel ihren Hamster Hermine, der halt gestorben ist. Und wie das bei ihr quasi so abgelaufen ist. Aber ein Beispiel gab es auch am Menschen und das war halt jemand Krebskrankes, der unheilbar eben daran erkrankt ist. Und das war aber nur so eine Beispielperson, die nicht wirklich existiert hat und dann halt wieder langsam gestorben ist. Das fand ich halt ziemlich hart, weil ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die in der Situation sind oder Bekannte, Verwandte, Freunde, wie auch immer haben, dass die nicht lesen möchten, wie jemand an Krebs stirbt, weil wenn man das hat, möchte man ja Hoffnung haben, gesund werden und so weiter. Und das kann ich euch so sagen, weil ich selber 2018 mal Brustkrebs hatte und diese Stelle hat mich halt ganz schön getriggert und deswegen ein Sternabzug. Aber insgesamt hätte es schon 5 Sterne verdient gehabt. Ja, also fand ich trotzdem gut und ja, ich denke mal, dass man diese Stelle sonst auch überblättern kann. Ich habe das auch mehr oder weniger überblättert. Ich habe es nur so überflogen, weil, nee, das muss ich irgendwie nicht lesen, den Teil. Ansonsten fand ich es lustig, ja. Gut, dann habe ich gefunden, bewährte Hausmittel neu entdecken, die besten Tipps und Rezepte für Gesundheit, Küche, Garten und Haushalt. Fand ich auch ganz nett, da steht halt auch drinne, wie man Seifen macht, wie man Essen richtig lagert, wie man Putzmittel selber macht und alles Mögliche. Also ich glaube, das ist ein ganz nettes Nachschlagewerk und ich fand das Cover auch so hübsch. Und das letzte Buch, das ich mir geholt habe, ist Habicht von Helen MacDonald. Und zwar hatte das wohl Barack Obama mal auf seiner Leseliste. Und ich hatte mir schon mal ein Buch geholt, was auf seiner Leseliste war, was ich aber noch nicht gelesen habe. Das natürlich auch noch nicht, ist ja auch erst neu. Und hier geht es wohl um eine Person, die schon als Kind gerne Falknerin werden wollte. Und eben, wie man dann selber einen Falken bzw. einen Habicht dann abrichtet und so weiter. Und das fand ich klein auch recht interessant. Und das hatte ich glaube... bei Kente den Laden Vaternamen. Ich weiß nicht, wie man genau ausspricht. Da gibt es halt hauptsächlich Menge Exemplare und da hatte ich den gefunden und hatte mich auch gefreut, dass ich den gefunden habe. Das hatte ich auch da gefunden. War auch eine Menge Exemplar. Ja, das war's soweit zu den Büchern. Ansonsten habe ich mir auch wieder Hörbücher geholt. Da hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich bei Audible bin, aber momentan nicht so viele Hörbücher höre, weil ich von Barack Obama, die Biografie von Barack Obama hänge ich immer noch fest oder habe es jetzt erstmal abgebrochen, weil mir das doch ein bisschen trocken war, obwohl ich den sehr sympathisch finde und sehr mag, weil er ja auch gerne liest und so, aber das war mir alles doch ein bisschen sehr zu politisch. Ich werde es aber irgendwann mal weiterhören, mal gucken. Also habe ich, weil ich nicht so hinterhergekommen bin, aber immer Guthaben habe, einmal im Monat bei Audible,
Zahlt man jetzt 10 Euro im Monat, kann sich monatlich ein Hörbuch holen. Das Gute ist, selbst wenn man es kündigt, kann man dieses Hörbuch behalten. Das ist halt so, als ob man sich dann eins gekauft hat. Also habe ich mir jetzt vorgenommen, die ganzen Harry Potter Hörbücher mir zu holen. Ich hatte auch schon zwei, und zwar den zweiten und den dritten Band. Den gab es nämlich mal kostenlos irgendwann. Da war ich da, glaube ich, noch nicht, als es so mit Corona anfing. Und jetzt hatte ich mir den ersten geholt und ich glaube, ich habe mittlerweile auch schon den vierten. Also 1 bis 4 habe ich jetzt auch schon als Hörbuch. Und da habe ich jetzt so ein bisschen wieder mit angefangen, das zu hören, so nebenbei. Und das gefällt mir immer noch sehr gut. Also Harry Potter geht ja irgendwie auch immer, finde ich. Ja, dann habe ich mir ein paar Stoffe geholt, mal ein paar mehr als sonst. Die werde ich euch auch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, Spoonflower. Da gibt es verschiedene Designer, die eben verschiedene Designs hochladen und die kann man sich auf Stoffe drucken lassen oder auf Papier oder sonst irgendwas. Und da habe ich einmal den hier, der sieht so magisch aus, den fand ich cool. Das ist jetzt aber nur ein Fettquarter, also ich sag mal 50 mal 45 Zentimeter oder so ist das. Das ist nur so ein Stückchen. Aber das fand ich echt sehr schön. Und weil ja auch Halloween bald wieder ansteht oder Herbst, habe ich hier auch nochmal so einen Halloween-mäßigen mit so einem Rabentotenkopf, einem anderen Totenkopf, Kerzen, Fröschen, einer Alraune und sowas, alles ist da drauf. Fand ich auch ziemlich cool. Aber ich weiß natürlich noch nicht, was ich daraus nähe. Ich hatte ja auch schon mal erzählt, ich bin immer so diejenige, die fröhlich Stoffe kauft und dann das erst irgendwann näht und mal guckt, was sie dann daraus überhaupt machen will. Gibt ja so die anderen, die erstmal planen, was wollen sie nähen und dafür dann Stoffe kaufen. Aber ich sammle die auch immer ganz gerne. Dann habe ich noch so einen Harry Potter Stoff gefunden. Den fand ich auch ganz cool. Mal schauen, vielleicht nähe ich da noch ein paar Buchhüllen raus oder so. Und dann den fand ich auch recht lustig mit ganz vielen SpongeBob-Gesichtern. Den fand ich irgendwie fröhlich. Der musste mit. Die hatte ich übrigens jetzt den Harry Potter Stoff und den SpongeBob Stoff bei Bubu Stoffe bestellt. Da hatte ich vorher noch nichts bestellt, aber die sind relativ günstig und die haben auch echt schnell geliefert. Also das kann ich auch weiterempfehlen. Und dann nochmal so ein Einhorn Regenbogen fröhlichen Stoff. Nochmal mittendrin oder zwischendurch. Und weil man ja auch hin und wieder vielleicht mal einen Kombistoff gebrauchen kann, auch nochmal einfach einen einfarbigen. Das waren meine Stoffe. Und dann war ich auch im TK Maxx. Die haben jetzt so langsam die ganzen Halloween-Sachen wieder da. Da bin ich tatsächlich nicht fündig geworden, aber gut, das wechselt auch immer und das ist ja auch von Filiale zu Filiale unterschiedlich. Aber ich habe ein paar Kerzen geholt. Ich stehe. Oh, ich muss die erstmal kurz ranholen. Ich mag ja total gerne Duftkerzen und da habe ich zugeschlagen. Und zwar habe ich mir 3 Stück geholt. Einmal diese hier. Da ist so eine Nuss drauf und den Deckel finde ich auch richtig cool. Der ist so aus Holz. Auch mit Nüsschen drauf. Und das ist Vanillezimt. Es riecht auch richtig intensiv, zimtig, vanillig. Also quasi schon mal ein schöner Vorrat für den Herbst, wenn es denn bald soweit ist. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann habe ich einmal hier Vanilla Pumpkin Latte. Und die hat auch so einen schönen Deckel. Da ist ein kleiner Kürbis drauf. Und die riecht auch so ziemlich nach Pumpkin Spice und ein bisschen nach Kaffee. Weil es ja Vanilla Pumpkin Latte. Also gefiel mir auch richtig gut. Ist auch richtig intensiv. Ich glaube, das mag nicht jeder, aber ich finde es immer für gut, wenn irgendwas so richtig intensiv riecht. Und dann habe ich hier noch Betts and Brews Warm Toasted and Sweet. Also das sieht noch mehr aus nach Halloween. Da sind auch so Spinnennetze und so drauf. Und hier fand ich den Deckel auch ziemlich cool mit so einem kleinen Griff. Das riecht so ein bisschen nach Männer-Deo-Parfüm mäßig, aber nur so unterschwellig, so ein bisschen herber und trotzdem sehr würzig. Also die finde ich auch echt gut. Ja, also wenn ihr Kerzen sucht, TK Maxx hat da auch immer eine schöne Auswahl. Ich hätte da noch mehr kaufen können, aber irgendwie, man muss sie ja auch erstmal alle benutzen und so. Ja, hatte ich noch irgendwas vor euch zu erzählen? Nö.
Das war's schon gewesen. Ja, ihr könnt mir ja mal sagen, welche Bücher bei euch so dazugekommen sind oder ob ihr auch so gerne Duftkerzen mögt und wenn ja, welche Sorten. Ich habe auch ganz viele Yankee-Candles, ich weiß gar nicht, 15 oder so von diesen ganz großen Gläsern. Naja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert das Glöckchen, abonniert den Kanal, dann könnt ihr auch nichts verpassen. Ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt. Und ansonsten lasst euch nicht ärgern, habt eine schöne Zeit und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut!